Jetzt kommt der Satz, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der ist von dem Herrn Gauß, Karl Friedrich Gauß. Haben Sie sicher schon öfter gehört. Schon zu seinen Lebzeiten war eigentlich klar, dass das wohl einer der größten Mathematiker aller Zeiten ist. Das wusste Gauß, glaube ich, auch, aber der war nun definitiv kein Lautsprecher oder Angeber. Aber er hat in einer Arbeit über Differentialgeometrie einen Satz bewiesen, den er selbst Theorema Egregium genannt hat. Damals hat man noch in Latein geschrieben, solche Texte. Und Theorema Egregium heißt so viel wie bemerkenswerter oder exzellenter Satz. Mit anderen Worten, Gauß war wahrscheinlich selbst überrascht, dass das stimmt. Er hat vorher die Landvermessung im Königreich Hannover im Auftrag des Königs beaufsichtigt. Und die Legende sagt, dass er dabei auf die Idee gekommen ist für diesen Satz. Dieser Satz besagt, diese gaußsche Krümmung, die wir da eben gesehen haben, dieser Term hier, hängt nur von der ersten Fundamentalform ab. Das heißt, wenn ich die erste Fundamentalform kenne, kann ich die gaußsche Krümmung berechnen. Bei all den anderen Sachen, die wir heute gemacht haben, alles, was mit Krümmung zu tun hatte, kam immer die zweite Fundamentalform ins Spiel, die man irgendwie braucht, um das zu berechnen. Die erste Fundamentalform, das war die, die wir letzte Woche hatten, die mit den Buchstaben groß E, groß F, groß G. Wenn man das Ganze als Formel aufschreibt, sieht das nicht besonders hübsch aus und das sollen Sie sich jetzt auch nicht merken. Entscheidend ist nur, mit Hilfe dieser Formel kann man, wenn man nur E, F und G kennt, die gaußsche Krümmung ausrechnen. Diese Indizes, die hier vorkommen, bedeuten wieder mehrfache partielle Ableitungen. Aber das Wesentliche ist nicht diese Formel, sondern das Wesentliche ist, wenn Sie eine Ameise sind und nur in Ihrer Fläche Messungen vornehmen, dann können Sie nicht sowas rausbekommen wie die zweite Fundamentalform. Sie können nicht rausbekommen einzelne Krümmungen. Sie können aber die gaußsche Krümmung in diesem Punkt ausrechnen, ohne die Fläche zu verlassen. Das ist das, was Gauß rausgefunden hat und was ihn selbst so überrascht hat, dass er das bemerkenswertes Theorem genannt hat. Und das hat noch eine weitere ganz wesentliche Konsequenz. Wir haben gesehen, dass sich die erste Fundamentalform durch lokale Isometrien nicht ändert. Das heißt, wenn ich eine Fläche isometrisch auf eine andere abbilde, dann muss die gaußsche Krümmung gleich bleiben, weil die ja nur von der ersten Fundamentalform abhängt, die sich nicht ändert durch die Isometrie. Also wir haben vorhin gesehen am Beispiel mit dem Rechteck und dem Zylinder, dass sich natürlich viele Dinge, die mit der Krümmung zusammenhängen, durch eine Isometrie ändern können. Ich kann ein Rechteck isometrisch auf einen Zylinder abbilden. Die innere Geometrie ändert sich nicht, aber natürlich ändert sich die Krümmung, weil ich die ja sozusagen von außen betrachte. Aber die gaußsche Krümmung ändert sich nicht. Die kann sich nicht ändern. Das besagt das Theorema Egregium. Und das wollen wir uns vielleicht zum Schluss nochmal an zwei Beispielen, ich will mal sagen, aus dem täglichen Leben anschauen. Das erste Beispiel sind Kartenprojektionen. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass Landkarten immer irgendwie falsch sind. Ich habe hier mal ein ganz altes Beispiel genommen aus dem 16. Jahrhundert. Das ist die sogenannte Mercator-Projektion. Die Mercator-Projektion ist ursprünglich gedacht gewesen, hauptsächlich für Seefahrer. Und das Wichtige an der Mercator-Projektion ist, dass die Winkel stimmen. Die ist winkeltreu, weil die Seefahrer nämlich die Winkel brauchen. Aber es stimmen offensichtlich einige andere Sachen an dieser Karte nicht. Wenn Sie mal anschauen, da oben Grönland und da unten Afrika und vergleichen die Größe dieser beiden, dann sieht man, dass da irgendwas nicht so ganz richtig sein kann, denn so groß ist Grönland auch nicht. Also, wenn man zum Beispiel richtige Winkel haben will, dann sind halt irgendwelche anderen Sachen falsch. Und es gibt, das ist eine Wissenschaft für sich, diverse Formen der Kartenprojektion. Dies hier ist zum Beispiel eine sogenannte Plattkarte, die auf der Basis eines NASA-Bildes entstanden ist. Bei dieser Plattkarte stimmen auch wiederum einige Sachen, dafür stimmen andere Sachen nicht. Hier sind zum Beispiel alle Längengrade richtig. Das heißt, wenn Sie auf einem Längengrad lang laufen, dann stimmen die Abstände. Dafür stimmen die Abstände aber auf den Breitengraden nicht. Und was immer Sie machen, irgendwas geht und irgendwas geht nicht. Der Grund ist ganz einfach, wenn Sie eine Landkarte hätten, in der alles richtig wäre, Abstände und Winkel und Flächen, dann würde das bedeuten, dass Sie die Oberfläche der Erdkugel, die mehr oder weniger eine Kugeloberfläche ist, isometrisch auf die Oberfläche eines Blatt Papiers abbilden könnten, was eine Ebene ist. Das würde aber bedeuten, nach dem Theorema Egregium, dass die Krümmung erhalten bleiben müsste, die gaußsche Krümmung. Aber die gaußsche Krümmung einer Kugeloberfläche ist positiv und die gaußsche Krümmung eines Blattes Papier ist null. Und darum geht das nicht. Das heißt, Sie können versuchen, was immer Sie wollen. Das Theorem besagt, es ist unmöglich, komplett die
Oberfläche einer Kugel so auf ein Blatt Papier abzubilden, dass alle geometrischen Kenngrößen erhalten bleiben. Sie können sich das auch andersrum vorstellen, versuchen Sie, einen Fußball als Geschenk einzupacken. Das geht auch nicht. Wenn Sie ein Blatt Papier nehmen und versuchen, ihn einzuwickeln, dann müssen Sie das Blatt Papier knicken oder zerreißen oder wie auch immer. Eine Isometrie würde bedeuten, Sie könnten das Blatt Papier glatt auf die Kugel legen. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Selbst wenn das Blatt Papier aus Gummi wäre. Ja, das war das eine Beispiel aus dem täglichen Leben. Und das zweite Beispiel ist Ihnen vielleicht noch näher. Wie isst man Pizza? Wenn Sie ein Stück Pizza aus der Schachtel nehmen und Sie wollen das essen und Sie halten das so wie hier, dann kippt das vorne rüber und dann versuchen Sie das in den Mund zu stecken und das geht nicht, weil Ihnen das immer hier so wegkippt. Darum halten die meisten Leute das Stück Pizza so. Das heißt, Sie fassen am Rand an und drücken den so ein bisschen zusammen. Sehen Sie, was das mit Isometrien zu tun hat und mit dem Theorema Egregium? Also ich will mal Folgendes vorwegschicken. Rein physikalisch kann man folgendermaßen argumentieren. Es erfordert relativ wenig Kraft, so ein flaches Ding wie so eine Pizza zu verbiegen. Das ist ganz einfach. Aber es erfordert ziemlich viel Kraft, das Ding zu zerreißen oder zu knicken. Das heißt, wenn die Gravitation auf dieses Pizzastück wirkt, dann können Sie davon ausgehen, dass das, was die Gravitation mit dem Pizzastück macht, eine Isometrie ist. Das heißt, eine glatte Verformung. Sie heben das Ding hoch, dann wird das verformt, aber es bleiben Abstände und Flächen erhalten. Die Salamistücke sind nicht auf einmal weiter voneinander entfernt als vorher und so weiter. Das bedeutet, in dem Moment, wo Sie das Pizzastück hochheben, ändert sich seine gaußsche Krümmung nicht. Vorher hat es auf dem Teller gelegen, da war es flach. Das bedeutet, die gaußsche Krümmung von dem Pizzastück ist null. Wenn Sie es hochheben, muss die gaußsche Krümmung immer noch null sein. Damit die gaußsche Krümmung von dem Pizzastück null bleibt, muss eine von den beiden Hauptkrümmungslinien in jedem Punkt gerade sein. In der linken Situation, weil das Ding ja nach unten abkippt, ist es diese Linie, die gerade ist. Weil insgesamt das Ding ja nicht mehr flach ist. Diese Linie ist gerade und das ist die abkippende Linie. Im Produkt haben Sie immer noch null, muss ja null bleiben. Wenn Sie das vermeiden wollen, dann drücken Sie hier ein bisschen rauf und zwingen das Pizzastück eine gebogene Linie in dieser Richtung zu haben. Und dann muss sich die rechtwinklige Linie dazu gerade biegen, damit die gaußsche Krümmung erhalten bleibt. Die einzige Möglichkeit, dass jetzt das Ding nach unten kippt, ist, wenn es abbricht oder abgerissen wird. Solange es sich nur ganz brav stetig verformt, ist das nicht möglich, weil die orange Linie gerade bleiben muss. Also wenn Sie das nächste Mal Pizza essen, denken Sie an Herrn Gauss.